gerade so, ich kann dir gerade nicht zuhören. Ich möchte nicht unhöflich sein. Es ist unhöflich, ja, ich weiß. Ich hatte von dir ein... Guck mal, bei dir läuft aber auch was ganz Schräges, ne? Mit dieser Selbstzüchtigung. Mhm. Bist du katholisch? Auch. Christoph, kannst du mal bitte ganz kurz kommen? Einen habe ich noch. Gerne. Irgendwas mit Herbst kommt jetzt. Achtung. Wer oder was bin ich? Eine Jahreszeit. Ein Berg voll mit Strom. Nein, Gammelfleisch. Gammelfleisch, hilf mir kurz. Weil er alt ist? Sehr gut, Caroline, sehr gut. Aha. Hast du mich gerade Gammelfleisch genannt? Nein, ich habe... War das der Witz gerade, dass ich Gammelfleisch bin? Kann ich dir helfen, Michel? Geh weg! Jedes Mal, wenn ich einen Kaffee trinken möchte... Lass mich dir doch helfen. Du bist doch in diesen technischen Dingen, bist du doch... Michel wollte ich in den Zustand des immerwährenden Fortlaufens von mir versetzen. Und es ist mir gelungen. Ein Hunziger ist das. Alter Falter, Michel Hunziger ist ein Huhn. Eine Hunzicke. Oh, das macht sich gut. Guck mal. Pennelala. Pennelala. Geil, schade, dass ich nicht da drin bin, Mann. Pimmel, dann hat man schon spontane Assoziationen. Bohnen, Feuerwerk. Ja, wegen der Furzerei, meint ihr? Soll ich das untermalen? Das wäre sensationell. Ja, das wäre super. Das ist natürlich eine Einladung für Caro. Gefühle sind wie Emotionen. Wie Buchweizen mit grünen Bohnen. Es ist wahnsinnig nass. Wirklich sehr nass. Furztrocken hat sie das gemacht. Mach mal Brechbohnen. Also, ja, das waren Brechbohnen, glaube ich. Ich war mir bis zur letzten Sekunde sicher, dass sein Arm fake war. Und der wird jetzt 100-mal draufhauen. Die ganze Zeit. Moment. Oh, ich muss leider gestehen, es war die linke Hand. Oh. Mirko hat mich so richtig zermürbt. Oh Mann, ey. Richtig gemein, die Nummer. Er hat die Gabe, Emotionen und Humor zu verbinden. Das können nur ganz wenige Menschen. Zugabe! Zugabe, bitte! Zugabe! Anke ist ja häufiger bei LOL dabei, als damals Joey Kelly bei der Rock-WM, oder? Ja, nur mit dem Unterschied, Joey Kelly hat nicht so oft gelacht. Ja. Oh, das ist gemein. Da ging ihr, Da ging ihr doch ganz schön der Stift, oder Anke? Ja. Ich habe was Kleines vorbereitet. Okay, Achtung. Das wird lustig. Köstlich. Das ist echt köstlich. Stinkefingerchen. Ihr wisst ja, dass das hier nicht erlaubt ist, Dinge unter der Gürtellinie zu machen. Und deswegen habe ich jetzt nach Beschreibungen gesucht für so Liebe machen. Oh. Da habe ich gedacht, wenn da eine lustige Formulierung dabei ist, bin ich raus. Das erste wäre, den Einbeinigen im Moor versenken. Sehr gut. Darf ich vielleicht noch für die Schweiz übersetzen? Ja. Ah, das ist ja eine tolle Idee. Das ist aber ein Service. Den einbeinigen Muffel senken für die Schweiz wäre das. Der Humpel Johnny in sumpfine Schleppe. Das verstehst du auch. Ja, oder? Ja. Natürlich, man denkt, der Mann hat jeden Ferkelkram gehört. Und als sein Häsel noch anfing, dachte ich, Flucht nach vorne. Darf ich es noch in Sächsischer auch noch? Ja, Sächsisch. Ich mach's auf Kölsch. Die Rübe in den Humus dengeln.
den Humpel Heini in die Matsche rein. Jetzt machst du mal deinen Beckenboden ganz locker. Ja. Mal ganz locker. Leute, das und das ist hier im Gesicht. Das muss ganz locker sein. Ja. Brrr, lass es schlabbern, lass es flattern. Irgendwann hat man gemerkt, dass es nicht mehr nur, ich versuche jetzt nicht zu lachen ist, sondern man merkt wirklich, wie man verblödet. Lass es flattern wie eine Binde im Wind. Und jetzt merkst du, der Föhn. Jetzt kommt er. Er ist es ein Junge. Er ist er. So, um Gottes Willen. Das ist erschreckend ähnlich, wie wir auf das Kind gemacht haben. Oh, jetzt rutscht das Kind wieder rein, weil du so rum bist. Warte. Caro kämpft. Caro, kannst du mir ein bisschen helfen? Klar. Du musst den Befund stellen. Das Kind ist verkehrt rum. Drehen Sie das Kind in Ihrem Vaterleib um. Da kommt überhaupt nichts. Eine Sekunde, DJ Sandwich, ich kann nicht rappen, aber ich habe so eine Line geschrieben vor Jahren. Rap. Die Jugend von heute hat keinen Respekt, ich finde das tragisch. Sehe ich alte Frauen an der Ampel, sage ich stopp mit der Tüte, die tragisch. Ich habe mir gedacht, du musst jetzt deine Raplines raushauen, wo wenn nicht hier? Ich versuche jetzt Ghetto, Parallelwelt und Essen zu verbinden. Ich schieße scharf, denn ich esse kein Schwein. Wisst ihr, wie ein Schildkröte isst? So. Sensationell, sollte sie mit auftreten. Ihr aus dem Faultier. Das ist eine Schildkröte halt. Fragt die Mutter Anton, findest du, dass ich dir eine schlechte Mutter bin? Sagt der Sohn, ich heiße Paul. Ganz kurz mal eben. Ja. Nur Abdel hat noch zwei Leben. Sollen wir ihn einkesseln? Es ist noch keine Strategie, ihn einzukesseln. Nee. Wie funktioniert sein Humor? Ich glaube, er ist mit Touchy, glaube ich. Okay, soll ich an ihn rangehen? Ja. Ich bin, glaube ich, nicht sein Typ und ich bin 100 Jahre zu alt. Gönn dir. Mutter kuscheln? Ja, das braucht er. Und ich drücke ihn an meine Riesenhupen? Schießt bei dir der Milch an, wenn du gleich kuschelst? Läuft schon. Ungebremst. Vorne runter und die Kimmel. Danke, du bist die verdiente Gewinnerin der dritten Staffel. Oh,